Frohnmeier. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über die China-Strategie von Annalena Baerbock. Frau Baerbock, Sie haben in Ihrer kurzen Amtszeit wirklich viel Erstaunliches erreicht. Sie haben Dinge erreicht, die andere deutsche Außenminister vor Ihnen nicht erreicht haben. Sie haben beispielsweise über Länder philosophiert, die hunderttausende Kilometer entfernt liegen. Das Jahr hat für Sie 560 Tage. Sie haben Südafrika als Schinken der Hoffnung, Bacon of Hope, gelobt. Sie haben in finnischen Bunkeranlagen Hüpfspiele veranstaltet. Sie haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz Wladimir Putin zu einer 360-Grad-Wende aufgefordert. Und Sie haben einfach mal so im Nebensatz Russland den Krieg erklärt. Das wäre alles irgendwie unterhaltsam. Das wäre alles irgendwie RTL 2, wenn Sie nur eine einfache Grünen-Politikerin wären. Aber das sind Sie nicht. Sie sind die Außenministerin der viertgrößten Industriemacht der Welt, der Erde. Und ich muss Ihnen sagen, Deutschland hat wirklich Besseres verdient. Und in Anknüpfung an diese zahlreichen Ausfälle diskutieren wir heute über die China-Strategie der Bundesregierung. Und das diplomatische Gespür gegenüber China, das konnten wir jetzt erst jüngst wieder erleben, als Sie bei Fox News den chinesischen Präsidenten einen Diktator nannten. Und damit wir uns an der Stelle nicht falsch verstehen, wir wollen keine innerchinesischen Verhältnisse in Deutschland. Nein. Aber vielleicht wollen die Chinesen auch keine innerdeutschen Verhältnisse in China, meine Damen und Herren. Den größten Handelspartner so vor den Kopf zu stoßen, das ist im besten Fall unklug, im schlimmsten Fall gefährlich. Und darum muss man das heute, glaube ich, mal ganz klar sagen. Sie sind die größte Gefahr für die deutsche Außenpolitik seit 1949. Schauen wir uns das Papier doch mal an. Bisher ist niemand konkret auf den Inhalt eingegangen. Auf Seite 12 steht, wir sollen mit China einen intensiven Dialog über den Kohleausstieg führen. Glauben Sie ernsthaft, dass China auf Kohlekraftwerke verzichtet, nur weil Sie diese ausschalten? Auf Seite 15 steht, dass wir China zu mehr Schuldenschnitten für hochverschuldete Staaten animieren sollen. Kollege, schreien Sie nicht so. Wir müssen das jeden Tag im Fernsehen ertragen, was Ihre Regierung und diese Außenministerin abzieht. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Meine Damen und Herren, auf Seite 15 steht dann übrigens auch, dass wir mit China über entwaldungsfreie Lieferketten verhandeln sollen. Diese China-Strategie, das ist eine deutsche Version vom großen Sprung nach vorn. Statt aber Spatzen zu jagen, lieber Kollege, jagen Sie auch von der FDP grünen Fantasien hinterher, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Renata Alt.